Wir schreiben mittlerweile den 13. Januar, aber trotzdem darf nachweihnachtlich für Menschen in akuter Not. Und akute Not ist auch, wenn jemand ca. 40 Medikamente täglich einnehmen muss, obwohl es möglich ist, auf naturheilpflanzlicher Basis eine andere Medikation verordnen zu können, zu dürfen. Das ist hier die Frage. Ich möchte nicht, dass dieser Patient multiple organversagend irgendwann mal nicht mehr reanimiert werden kann. Ich habe mit verschiedenen Richtern heute gesprochen, nicht nur in Nürnberg. Und man sagte eben, wo haben Sie denn den Fall wieder her? Das ist doch unglaublich. Und dann sage ich, ja, man spricht mich eben an. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wegzuhören, wegzuschauen oder hinzuhören, hinzuschauen und zu handeln. Normalerweise heißt es im Sprachgebrauch der Allgemeinheit, es ist höchste Eisenbahn, etwas zu unternehmen. Ich sage, da hier ein Schlitten steht als Deko, es ist höchste Schlittenfahrt geboten, auch ohne Skier, aber zu Weihnachten, dass man auch nach der Weihnachtsansprache der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten auch noch Herz zeigt. Nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern darüber hinaus über 365 Tage. Das ist Mensch der Zukunft, denke ich. Im Hintergrund sehen Sie die Weltkarte und ich denke, man darf auch, wenn man das über den Grenzen hinaus sieht, gerne retten. Die Forschung ist in Not. Rheumatische Arthritis, wie Sie hier sehen, und hier ist es auch bewusst mal ohne H geschrieben, dass es auffällt, kann der nicht richtig schreiben. Das ist völlig uninteressant, ob der nicht schnell genug unterwegs ist oder ein schwarzer Hauttyp ist oder nicht richtig schreiben kann. Das war bewusst, dass man sich aufhängt daran. Man könnte eher vielleicht etwas rettend unter die Arme greifen. Ja, und wer anders filmt, der Länge fällt auf. Also, heiße Schlittenfahrt, höchste Eisenbahn, höchste Schlittenfahrt. Surprisen wir doch mal vielleicht mit einem Surprise, mit einem Geschenk, was er nie erwartet. Und er sagt ja, wenn er aufgrund einer anderen Medikation circa 40 bis 50% weniger Organschäden, sind ja mehrere, Leber, Niere und dergleichen, Darm eventuell, dadurch hätte, dann hätte er unter anderem auch, was ja offen ist, 40 oder 50% eine längere Lebenserwartung, richtig? Falls nicht, dürfen Sie mich gerne berichtigen unter gala@galacom.tv. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Fall und noch einen Fall und noch einen Fall. Und jetzt geht hier das Display aus. So, wie gesagt, es gibt den Fall und den Fall und den Fall und den Fall. Und es geht einfach darum, bitte helfen Sie hier mit. Es gibt noch einen Passfall. Pass auf Probe, dann gibt es noch den Herrn Eugene Van Dai, der inhaftiert ist als Anwalt in Hanoi und der Deutsche Richtertag und Staatsanwalttag, der 22. meinte eben, wenn ich eine Idee habe, dann dürfen Sie die gerne zukommen lassen. Ein Benefitspiel mit Ronaldo and Friends, Ribéry and Friends, Robben and Friends in Hanoi. Mal schauen, wie es einplanbar ist. Wichtig ist, dass diese beiden Menschenrechtler so schnell wie möglich freikommen, weil sonst das Rechtssystem global, nicht nur in Deutschland, auf dem Kopf steht. Und das sollte eigentlich nicht sein. Wenn Mensch mit Mensch kommunizieren möchte und sich für jemanden einsetzen muss und möchte, dann darf dieser nicht agitiert werden in der Handlung mehr Humanität. Das sollte im 20. Jahrhundert, 2018, eigentlich schon jeder begriffen haben. Manch Kinder sagen, das kann doch gar nicht sein. Doch,
Es ist so. Sonst hätte nicht Herr Jens Gnieser anlässlich des 22. Staatsanwalt- und Richtertages in Weimar 17 im April ihm, Herrn Enschün van Dey, den Menschenrechtspreis verliehen. Das wird schon seine Bewandtnis haben. Aufmerksamkeit dadurch zu erreichen und Gehör dadurch und natürlich reputativ, natürlich, wie man denkt, naja, die normale Bürgerschaft hier im Frankenland und darüber hinaus meint, das wird schon seine Bewandtnis haben. In München sagt ein Schauspieler, was interessiert mich denn der Anwalt, der inhaftiert ist? Also so etwas darf nicht sein, denn auch der Schauspieler könnte mal im Ausland irgendwo auf Reisen sein. Und wenn dann jeder Deutsche oder fast jeder Deutsche sagt, naja, was interessiert uns denn der Schauspieler aus Deutschland, der in Hanoi inhaftiert ist? Also, dann wäre auch der Schauspieler froh, dass jemand sich aus Deutschland für ihn einsetzt. Richtig oder nicht richtig? Lassen Sie Ihr Feedback bei gala.com.tv oder gala@gala.com.tv, die E-Mail, hinterlegen und dann werde ich entsprechend oder mein Webhoster wird sich dann entsprechend bei Ihnen melden. In diesem Sinne, surprisen wir ein bisschen anders. Hoffen wir mal symbolisch, hier sind ein paar Süßigkeiten, dass vielleicht ein paar Süßigkeiten auch Herrn Michael vielleicht surprisen, retten, je nachdem, wer das sieht. Und Sponsoren für die Forschung, aufgepasst, Investoren, aufgepasst, Mäzene, aufgepasst. Es lohnt sich, denn jeder kann der Nächste sein, der durch diese Umweltgifte oder was auch immer einen gesundheitlichen Nachteil erleiden kann und darauf mit Sicherheit angewiesen sein muss, nicht wird, sondern muss, dass von außen Hilfe in irgendeiner Weise zu erwarten sein darf, aber auch muss. Und welcher Arzt hier weghört, der ist Mittäter. Denn der Hippokratische Eid, der ist ja geläufig. Ich hoffe, dass er immer noch auch 2017 im Januar und darüber hinaus Bestand hat. Guten Morgen, mehr Mensch. Gala.com.tv, no limits, worldwide.